Lieber Manuel, herzlich willkommen hier zu unserem Online-Vortrag. Brennpunkt innere Sicherheit. Kann Deutschland seine Bürgerinnen und Bürger noch schützen? Also wir wollten als Unionsstiftung das Thema nochmal mit einem Experten besprechen. Also es gab ja jetzt in der Vergangenheit nochmal den einen oder anderen Vorfall, Messerattacken, Terroranschläge. Man hat das Gefühl, dass jeden Tag die innere Sicherheit im öffentlichen Raum auch ein Stück weit entgleitet. Und wir wollten das jetzt auch nochmal mit dir einordnen und deshalb recht herzlich willkommen an dich. Schön, dass du heute bei uns zu diesem Online-Vortrag zu Gast bist und vielleicht kannst du dich nochmal unseren Zuhörerinnen und Zuhörern kurz vorstellen. Ja, sehr gerne. Erstmal herzlichen Dank, lieber Michael, für die Einladung zu meiner Person. Ich bin Manuel Ostermann, 33 Jahre alt, erster stellvertretender Bundesvorsitzender der DPG-Bundespolizeigewerkschaft und von Haus aus Polizeibeamter. Ja, also ein Mann der Praxis, der jetzt das Ganze auch über die Gewerkschaftsseite mit abdeckt. Und vielleicht kannst du uns mal so einen kurzen Einblick über das Thema innere Sicherheit in Deutschland. Also wie ist der aktuelle Stand? Ist es so schlimm, wie man denkt, oder ist es vielleicht sogar noch schlimmer? Also wie ist die aktuelle Situation innere Sicherheit in Deutschland? Ja, ich hatte es ja schon diverse Male gesagt, dass Deutschland eben kein sicheres Land mehr ist. Und ich glaube, dass die aktuellen Ereignisse und insbesondere die Statistiken da auch eine sehr deutliche Sprache sprechen, wo wir im sicherheitspolitischen Kontext innerhalb unserer Bundesrepublik Deutschland stehen. Natürlich, und auch das gehört soweit dazu, ist innere Sicherheit und das Wohlempfinden und Befinden immer ein objektives und ein subjektives Empfinden, was nur schwer messbar ist, wenn es darum geht, wie sicher fühlt sich der individuelle Mensch innerhalb unseres Landes. Fakt ist aber auch, dass wir vor massiven Herausforderungen stehen. Wir kriegen es ja gerade mit, rund um die ganze Debatte des Maßnahmenkatalogs, einmal in dem Bereich der Migration und dann in dem Bereich, wie können wir eigentlich diese ausufernden Kriminalität, insbesondere mit dem Schwerpunkt auf Messerdelikte, Herr werden. Wir erleben sehr spannende und sehr hitzige Debatten auf Bundes- und auf Landesebene, teilweise auch im europäischen Kontext. Und das alles führt natürlich dazu, dass die innere Sicherheit noch intensiver als ohnehin schon in den Fokus rückt. Und jetzt braucht es kluge Maßnahmen. Wir müssen uns politisch sehr ehrlich machen. Wir müssen darauf Acht geben, dass wir nicht noch weiter die radikalisierten Ränder quasi unterfüttern mit Tatenlosigkeit und Tabuisierung etablierter Politik. Insofern ist es einer unserer Hauptaufgaben natürlich, der einen Seite auf die Kolleginnen und Kollegen zu schauen und auf der anderen Seite unsere Sicherheitspolitik zu definieren. Und da, und so viel muss man mal festhalten, ist noch eine ganze Menge zu tun in der Bundesrepublik Deutschland, weil wir über Jahrzehnte hinweg dafür Sorge getragen haben, dass Deutschland am Ende des Tages nämlich eben kein sicheres Land mehr ist. Ja, das ist ja ein düsteres Bild, das du da zeichnest. Also vielleicht dröseln wir das noch mal ein bisschen auf. Also das eine ist ja das Themenfeld, ich sag mal, innere Sicherheit. Also was kann man im Land tun? Und das andere ist ja auch das Thema Migration. Jetzt hat die Bundesregierung ja ein Maßnahmenpaket beschlossen. Also soll jetzt ja noch mal Grenzkontrollen geben. Also wie ist denn da jetzt der aktuelle Stand? Also werden jetzt die Grenzübergänge kontrolliert? Heute Morgen habe ich zum Beispiel in der Bildzeitung gelesen, die waren an der Grenze zu den Niederlanden und da war keine Kontrolle. Also da konnte man noch passieren. Also wie sieht es jetzt zum Beispiel an der Grenze zu Tschechien, Polen, Ungarn nicht, aber Österreich aus? Grundsätzlich muss man sagen, dieses Maßnahmenpaket der Bundesregierung mag vielleicht nett gemeint sein, kann ich nicht beurteilen, ist aber eine große Mogelpackung. Wir müssen uns ohnehin mal so ein bisschen in die Lage reinordnen, um zu verstehen, warum dreht sich und vor allem worum dreht sich denn jetzt gerade die ganze Debatte. Fakt ist, dass die Bundesinnenministerin an allen deutschen Binnengrenzen eine Notifizierung ausgesprochen hat. Bedeutet also die Anmeldung von Grenzkontrollen bei der Europäischen Kommission. Das bedeutet, dass die Bundespolizei Grenzbehörde ist und aufenthaltsbeendende Maßnahmen vollziehen kann. Im aktuellen Verfahren können wir das aus zweierlei Gründen. Einmal, wenn eine Wiedereinreisesperre vorherrscht und einmal, wenn die Person überhaupt gar keinen Asylantrag stellt. Das reicht definitiv nicht aus. Zur Einordnung ist wichtig zu sagen, wenn wir die Grenzen notifizieren, ist die deutsche Binnengrenze rein faktisch eine Außengrenze und nationales Recht greift. Und hier genau kommt der Punkt, den wir an diesem Maßnahmenpaket der Bundesregierung so kritisieren. Zum einen bedeutet nationales Recht natürlich auch,
die Anwendung, Um- und Durchsetzung aller nationalen Rechtsvorschriften. Und hier ganz klar Artikel 16a unseres Grundgesetzes und das Asylgesetz, was da sagt, dass keine einzige Person, die aus einem sicheren Drittstaat quer durch die Europäische Union reist, an einer deutschen Binnengrenze überhaupt einen Asylantrag stellen kann. Soll also heißen, dieser Antrag ist offenkundig unzulässig. Und deswegen sagen wir ganz deutlich, wir müssen alle Menschen, die nicht unter Artikel 16a unseres Grundgesetzes fallen, an der deutschen Grenze zurückweisen. Das, was die Bundesregierung jetzt macht, ist nicht vollumfänglich zu Ende gedacht und schon gar nicht zielführend. Ich möchte da mal eine Klammer drum machen. Wir verstoßen weder gegen nationale Rechtsvorschriften noch gegen europäisches Recht. Punkt zwei, die Bundesregierung hat gesagt, dass für die Dublin-Überstellungen, also immer dann, wenn ein Migrant bereits in einem anderen europäischen Land registriert worden ist, die Person festgestellt wird, durch die Bundespolizei in Abschiebehaft genommen wird und von da aus dann dem jeweiligen europäischen Land wieder überstellt wird. Soweit die Theorie. Und jetzt wird es interessant. Die Bundesregierung hat also sich dazu entschlossen, diese große Aufgabe der Bundespolizei zu obliegen, ohne zusätzliche Ressourcen zu schaffen. Was meine ich damit? Wir haben im vergangenen Jahr circa 50.000 solcher Dublin-Fälle gehabt. 50.000. In der Bundesrepublik Deutschland haben wir bundesweit, und das ist in Zuständigkeit der Länder, 800 Abschiebehaftplätze. Von diesen 800 dürfen wir nur circa 400 nutzen. Bedeutet also, dass wir nicht mal in 3 Stunden alle Abschiebehaftplätze ausgefüllt haben. Jeder weitere Antrag auf Abschiebehaft würde die Person auf freien Fuß belassen werden. Wir sehen also, auf der einen Seite darf die Person eigentlich juristisch gar nicht einreisen und auf der anderen Seite haben wir gar keine Infrastruktur, um überhaupt Abschiebehaft zu garantieren. Zudem kommt noch, jeder Abschiebehaft muss natürlich beantragt werden bei einem zuständigen Richter, auch Landeszuständigkeit. Und ich glaube, ich mache da kein großes Geheimnis, wenn ich erzähle, dass auch die Richterkapazitäten überhaupt nicht vorhanden sind. Das heißt also, es wurden Maßnahmen auferlegt, ohne geltende Rechtsvorschriften vollumfänglich zu nutzen. Und auf der anderen Seite sollten Maßnahmen umgesetzt werden, ohne dass wir überhaupt eine Infrastruktur dafür haben. Da sieht man also, was für eine Mogelpackung das ist. Insofern müssen wir nationale Kraftanstrengungen haben, weil der Schengen-Verbund, also die Schengen-Vertragspartner, ihre Hausaufgaben nicht machen. Anders könnte niemals eine Person quer durch Europa reisen, um in Deutschland einen Asylantrag zu stellen. Und auf der anderen Seite sorgen wir gar nicht dafür, in diesem Fall die Bundesregierung, dass wir es auch garantiert und seriös umsetzen können. Deswegen brauchen wir die konsequenten Zurückweisungen. Und das, wie gesagt, verstößt nicht gegen nationale und auch nicht gegen europäische Rechtsvorschriften. Das ist, glaube ich, wichtig, um das Gesamte mal in einem Kontext zu sehen. Ja, vielleicht kannst du uns noch mal kurz ein bisschen abholen. Also, wie sieht denn so eine Zurückweisung aus? Also, ich habe jetzt einen Grenzübergang, meinetwegen in Bayern zu Österreich. Da kommt jemand an und der darf nicht einreisen. Und ihr sagt dann praktisch zu dem, jetzt ist hier Schluss und du gehst noch mal zurück nach Österreich. Und dann sagen ja Kritiker, ja, dann kommt er nach Österreich und dort weiß man ja gar nicht, was man mit ihm machen soll oder der muss auf der Straße leben dann. Also das persönliche Leid rückt dann in den Vordergrund. Also wie sieht denn das konkret aus in so einem Fall? Konkret ist es so, dass die Kolleginnen und Kollegen an der Grenze stehen, also auf der Grenzlinie. Und jetzt kommt ein ganz entscheidender Punkt. Die Person, die an einer deutschen Binnengrenze zurückgewiesen wird, ist noch gar nicht in die Bundesrepublik Deutschland eingereist. Soll also heißen, wenn sich zum Beispiel der österreichische Innenminister nicht zuständig erklärt oder sich weigert, die Person zurückzunehmen, weigert der Innenminister Österreich sich, eine Person auf seinem nationalen Hoheitsgebiet abzuarbeiten. Das ist nicht nur inhuman, sondern das ist auch noch rechtswidrig. Und wir als Bundesrepublik Deutschland dürfen natürlich nicht zulassen, dass sich völlig unsolidarische Anrainerstaaten, die sich über Jahre hinweg nicht an europäisches Recht gehalten haben, dafür Sorge tragen, dass die uns an dem Nasenring durch die Manege führen. Nochmal. Wir setzen geltendes Recht um und die Person ist nicht auf deutschem Hoheitsgebiet. Und ich glaube, hier liegt der Skandal. Wir sehen also, alle sagen die Integrität Europas. Alle sagen, wir müssen im europäischen Kontext denken. Und gleichzeitig spricht die Politik gar nicht darüber, dass unsere Anrainerstaaten gar nicht daran denken, geltendes Recht um und durchzusetzen. Das sehen wir nämlich ganz klassisch daran, wie sich der österreichische Minister verhalten hat.
Und vielleicht auch damals zur Einordnung, da kann man mich beim Wort nehmen. Wenn Deutschland konsequent zurückweist, also nichts anderes als geltendes Recht umsetzt, auch im europäischen Kontext, werden wir ganz schnell erleben, dass das unsere Anrainerstaaten ebenso tun. Und vor allem werden wir dann sehr schnell an einem gemeinsamen europäischen Tisch sitzen, um dann über eine Lösung zu reden, die dann auch wirklich mal diese Problematik in Gänze vielleicht anders beleuchtet und Maßnahmen umsetzt. Jetzt denkt doch überhaupt niemand daran, eine gesamteuropäische Lösung zu finden. Jeder hat für sich erklärt, sie wollen das nicht. Und man kann ja über einen sicheren Drittstaat seelenruhig durch die Europäische Union reisen, um Zielland Deutschland zu erreichen. Also insofern ist es allein schon aus taktischen Erwägungen im gesamteuropäischen Kontext essentiell wichtig, dass Deutschland da stark bleibt. Und die Kolleginnen und Kollegen würden dann einfach nichts anderes machen als das, was sie ohnehin schon tun, nur endlich mit der nötigen gesetzlichen Kompetenz, um das auch vollumfänglich umzusetzen. Also insofern würden wir auch diese dramatischen Bilder von hohen Staus, das ist alles Augenwischerei. Wir haben das jetzt erlebt. Wir hatten seit Oktober vergangenen Jahres an 4 Grenzübergängen die sogenannte Notifizierung zur Europameisterschaft an allen deutschen Grenzen. Große Staus gab es da nicht. Und die Umsetzung der Grenzkontrollen ist Polizeitaktik und das ist keine politische Debatte, sondern das überlassen wir den Sicherheitsbehörden. Und die Schreckensbilder, die sehr oft politisch gezeichnet werden, wissen wir schon aus der Vergangenheit, sind nicht real. Ja gut, ich meine, andere Länder machen ja auch Grenzkontrollen, also USA, Kanada, und da bricht ja auch nicht das öffentliche Leben zusammen. Also das muss man ja auch fairerweise sagen. Und ich glaube, wir haben da auch Vertrauen in die Bundespolizei, dass das gut abgewickelt wird und entsprechend auch läuft. Aber vielleicht kannst du uns noch mal kurz mitnehmen, wer kommt denn zurzeit nach Deutschland? Also was sind denn so die Hauptherkunftsländer der Menschen, die zu uns kommen wollen? Zeichnet sich eigentlich immer wieder dasselbe Bild ab. Wir haben auf Platz 1, wenn es danach geht, wer hier am Ende des Tages einen Asylantrag stellt. Auch da muss man differenzieren zwischen der sogenannten ISI-Statistik, also die Statistik, die die Landeserstaufnahmeeinrichtungen machen. Die zeichnen dann auch im Übrigen die Effizienz von Grenzkontrollen ab und später beim Bundesamt für Migration und Flüchtlinge, wer hat denn einen Asylantrag gestellt? Und da sehen wir, auf Platz 1 sind die Menschen aus der Ukraine. Und dann geht es los mit Syrien, Afghanistan in erster Linie und dann aus der Türkei. Eigentlich immer wieder klassisch dasselbe Bild. Und auch immer wieder die ja, relativ hohe Anzahl der Personen, die hier ein Asylbegehren stellen. Man darf auch bitte nicht vergessen, auch im Gesamtkontext eine wichtige Debatte. Wir können ja nicht über Abschiebeoffensiven sprechen. Also es macht zumindest der Bundeskanzler relativ häufig, auch wenn er sich ganz offensichtlich nicht daran erinnert, weil er tut nichts dafür. Können wir vielleicht später auch nochmal drüber sprechen. Wir können aber nicht auf der einen Seite versuchen, die Menschen, die keinerlei Berechtigung und Legitimation haben, außer Landes zu verbringen und auf der anderen Seite dafür nicht Sorge tragen, dass die Person wieder ins Land reinkommen. Das heißt also, es bringt überhaupt nichts, den Keller leer zu pumpen, wenn die undichte Stelle nach wie vor vorherrscht, um es mal sinnbildlich zu machen. Und hier dreht sich das alles. Und deswegen muss man auch sagen, die Migrationspolitik der Bundesregierung ist ein Stück absurd, weil sie sich da gegenseitig in die Tasche legen. Und insbesondere, ich hatte das jetzt gehört von Herrn Konstantin von Notz von den Grünen, wenn er dann über europäische Integrität spricht und Deutschland würde das Scheitern Schengens provozieren. Dann sage ich herzlich willkommen in der Realität. Schengen ist schon längst gescheitert. Und wenn wir das nicht endlich begreifen, dann werden wir nie eine gesamteuropäische Lösung definieren können. Und wie nimmst denn du das als, ich sag jetzt mal, Gewerkschaftsfunktionär zurzeit wahr? Also erkennst du in der Politik irgendwie einen Ansatz, dass man dieses Problem lösen will, oder macht man es nur für die Öffentlichkeit? Also Stichwort Abschiebeflug nach Afghanistan, um da ein bisschen die Wogen zu glätten. Also wie ist das so eurer Sicht auf die Dinge? Ich glaube, in der Migrationsdebatte ist viel Politik. Das gehört zur Wahrheit dazu. Aber sicherlich gibt es auch viele politische Vertreter, die an echten Lösungen interessiert sind, weil sie auch verstanden haben, wie notwendig das ist. Für die Bundesregierung möchte ich mal festhalten, und das sage ich sehr selbstbewusst und auch sehr deutlich, und das beziehe ich auch auf viele Landesregierungen, man hat schon ein Problem in einer Regierungskonstellation, wo die Bündnis 90 die Grünen mit drin sind. Ich behaupte, und wir bekommen auch immer wieder den Beleg, mit den Grünen ist vernünftige Sicherheitspolitik schwer oder überhaupt nicht zu machen. Sie sind immer wieder das Pferd, was da quer im Stall steht. Und die Bundesregierung hätte mehrere Möglichkeiten. Wenn wir diese ganze Thematik um Grenzkontrollen im europäischen Kontext nicht haben wollen, kann die Bundesregierung
einmal Paragraph 71 Aufenthaltsgesetz verändern, um die Zuständigkeit der Bundespolizei, dass sie in ihrem örtlichen Bereich auch Grenzbehörde ist, dann hätten wir diese ganze Debatte nicht mehr. War im Übrigen in der 19. Wahlperiode schon angedacht, damals unter Vizekanzler Scholz, damals vom Bundesrat kassiert. Anderes Thema. Und das Asylgesetz nachschärfen, und zwar genau in der Frage, ab wann kann man denn eine Person unter welchen Voraussetzungen an einer deutschen Binnengrenze zurück oder zurückweisen oder zurückschieben, wenn sie hier einen Asylantrag stellt. Alles das macht die Bundesregierung nicht. Genauso wie, und das ist ja wichtig in der Haushaltsdebatte, sowohl im Nachtragshaushalt 24, wo der Bundespolizei eine halbe Milliarde fehlt, kriegen wir keinen einzigen Cent, das muss man wissen, als auch in der Haushaltsaufstellung für 2025, wo wir circa eine Milliarde noch bräuchten, kriegen wir knapp 320 Millionen. Das sind alles nur sogenannte Verpflichtungsermächtigungen, die bringen uns also ad hoc nichts, soll bedeuten, in der gesetzlichen und in der finanziellen Infrastruktur für die Bundespolizei macht die Bundesregierung einen grottenschlechten Job. Und das muss man aber ganz deutlich so sagen. Insofern ist es natürlich eine politische Debatte. Und man muss sich halt einfach mal die Frage stellen, will man es nicht begreifen oder was steckt da eigentlich hinter? Ich bin sogar so weit, dass ich sage, wenn wir über Radikalisierungsprozesse sprechen, wenn sich Land auf Land ab die Parteien immer wieder fragen, wie können denn radikale Kräfte stark werden, dann würde ich mal behaupten, herzlich willkommen in der Realität, vielleicht liegt es auch an der eigenen politischen Regierungsarbeit, die dann radikale Kräfte erst erstarken lässt. Und ich glaube, da ist ein ganzes Stück weit Wahrheit drin. Ja, also da kann ich dir nur zustimmen. Das glaube ich auch mittlerweile. Und es ist für mich auch wirklich nicht begreifbar, dass man nicht zu einer Sachpolitik zurückkehrt in diesem Feld, weil die ist bitter notwendig. Und ich glaube, jeder in der politischen Mitte hätte da jetzt keine Probleme, da entsprechend auch auf die Realitäten zu reagieren und dann halt auch die Politik anzupassen. Also ich glaube, das wäre auch gesellschaftlich ein breiter Konsens, auf den man da stoßen würde. Und für mich wirklich erstaunlich, dass man nicht irgendwie erkennbar bereit ist, den zu beheben. Aber lass uns vielleicht mal nochmal über das Thema Abschiebungen sprechen. Also es gab ja jetzt den Flug nach Afghanistan, der ja medienwirksam vermarktet wurde. Also bringt sowas überhaupt was oder war das jetzt wirklich nur PR? Spannend finde ich, dass immer wieder gesagt worden ist, dass aus subsidiären Schutzbegründungen eine Abschiebung nach Afghanistan überhaupt nicht möglich sei. Und jetzt im Kausalzusammenhang vor wichtigen Landtagswahlen ging das auf einmal. Es waren 28 Personen, die haben ein Handgeld bekommen, was ich sehr problematisch erachte. Wir dürfen bitte eins nicht vergessen. Personen, die hier Intensivstraftäter sind, die sich an geltendes Recht in Deutschland nicht halten und auch wahrscheinlich gar nicht darüber nachdenken, sich da überhaupt dran zu halten, die belohnt man nicht noch mit einem Handgeld, was das Gehalt ist für 3 Jahre in Afghanistan. Und ich glaube auch, dass viel Geld von diesen 1.000 Euro den Taliban in die Hände geflossen sind. Fakt ist aber, und ich glaube, das ist wichtig, natürlich sind solche Maßnahmen effizient, weil die subsidiäre Schutzbedürftigkeit für Menschen, die entweder aus einem Land fliehen, um dann später dort wieder einen Heimaturlaub zu machen, oder aber die hier Straftaten gegen Leib und Leben und gegen die sexuelle Selbstbestimmung begangen haben, die Verfassungsfeinde sind, die Radikalisierungsprozesse vorantreiben, die haben keinerlei Legitimation, in Deutschland zu verbleiben. Das ist meine felsenfeste Überzeugung. Machen wir uns nichts vor, wir reden hier eben nicht, das macht Politik links unserer Republik ja sehr gerne. Wir reden hier nicht von Frauen und Kindern, die die Taliban wieder in die Hände bekommen, sondern wir reden hier von Straftätern, die andere Existenzen zerstört haben und von denjenigen, die gar nicht daran denken, unsere verfassungsmäßige Ordnung zu akzeptieren. Die sind bei der Taliban nicht gefährdet, sondern sie sind da gefeierte Volkshelden. Und wir als Bundesrepublik Deutschland müssen einen klaren Maßstab haben. Solche Personen haben in Deutschland nichts verloren. Die haben auch nicht auf freiem Fuß zu sein, sondern die gehören nach Afghanistan und zwar ohne Option, jemals wieder zurückkehren zu können nach Deutschland. Und das muss rechtsstaatliches Versprechen sein. 28 Personen mit Handgeld ausgestattet, medial kurz vor einer Landtagswahl, hatten Geschmäckle, aber jetzt können wir die Bundesregierung daran festnageln, was 28 Mal geklappt hat, muss jetzt auch tausendfach wiederholt werden, und zwar bei jedem, der vollziehbar ausreisepflichtig ist. Ja, auf jeden Fall eine Riesenherausforderung, das zu stemmen. Also da bin ich mal gespannt, wie das funktionieren soll.
Vielleicht kommen wir jetzt zu dem Themenschwerpunkt innere Sicherheit. Also die Migrationskrise hat ja vor 10 Jahren ungefähr begonnen, 2015. Würdest du sagen, dass man einen Zusammenhang zwischen dieser massenhaften Migration nach Deutschland und der Kriminalitätsstatistik herstellen kann? Oder ist das alles rassistisch? Oder wie ordnest du das ein? Man kann nicht nur einen Kausalzusammenhang zwischen Migration und Kriminalität machen, man muss es sogar machen. Zahlen, Daten, Fakten sind nicht rassistisch, sondern sie sind notwendig in der analytischen Auswertung, um Sicherheitspolitik vernünftig zu machen. Das ist übrigens das Schöne an Sicherheitspolitik. Es orientiert sich sehr häufig an Zahlen, Daten, Fakten. Und wir erleben insbesondere in dem Bereich Tatmittelmesser, Straftaten gegen die sexuelle Selbstbestimmung und Straftaten gegen Leib und Leben einen massiven prozentualen Anteil von Menschen aus den Asylhauptherkunftsländern. Die polizeiliche Kriminalstatistik differenziert in deutsche und nicht-deutsche Straftatverdächtige. Die polizeiliche Eingangsstatistik geht da noch mal ein bisschen tiefer. Und vor allem ist es ja auch so, die Menschen kriegen das ja tagtäglich mit. Es ist ja nicht so, dass die Berichterstattung nicht ein sehr deutliches Bild zeichnet. Klar muss man differenzieren. Natürlich darf man nicht alle über einen Kamm scheren, aber man muss auch schon ehrlich sein. Und ja, die Migrationskrise ist in erster Linie eine Kriminalitätskrise. Das gehört zur Wahrheit dazu. Und vor allem ist diese Migrationskrise auch eine akute, wenn auch latente, terroristische Bedrohungslage, weil auch immer mehr radikalisierte Menschen nach Deutschland kommen, um hier schwerste Straftaten verüben zu wollen oder tatsächlich auch vollziehen. Das ist nicht rassistisch, das ist die Realität. Und wer was anderes behauptet, der lügt ganz einfach. Was glaubst du denn, ist denn die Ursache, dass so viele Straftaten von Migranten begangen werden? Also ist das fehlender Respekt vor unserem Rechtsstaat oder ist das was Kulturelles oder ist es einfach, dass viele, ich sage, es sind ja meistens junge Männer, auf einem Haufen zusammensitzen und nichts zu tun haben? Also was sind da aus deiner Sicht die Gründe dafür? Ich glaube, das ist ein Sammelsurium aus allem. Ich glaube, dass wir mit unserer Integrationskapazität, also wie viele Menschen können wir in Länder und insbesondere in den Kommunen überhaupt noch aufnehmen und abarbeiten, völlig überfordert sind. Nicht erst seit gestern, sondern schon viel länger unterhält man sich übrigens über jegliche Parteigrenzen hinaus. Mit Kommunalpolitikern, mit Bürgermeistern, mit Landräten ist das Bild immer dasselbe. Wir können nicht mehr. Ein Punkt. Zweiter Punkt ist, und das ist, glaube ich, auch wichtig, wenn wir im Bereich der Migration sprechen und wir sprechen über Integration, ist das eigentlich eine fehlgeleitete Debatte, weil ein Schutzersuchen immer nur ein Aufenthalt auf Zeit legitimiert. Das heißt also, keine Integrationsdebatte, die müssen wir hier eigentlich gar nicht führen. Wir müssen die Kapazitäten unseres Landes verstehen und vor allem müssen wir respektieren, wann geht was und wann geht was nicht mehr. Und da kommen wir genau zu dem Punkt. Wir haben viele junge Männer, die nach Deutschland kommen, die oftmals in zentralen Aufnahmeeinrichtungen mit einer mit wenig Kapazität bei hoher Personendichte untergebracht wird. Und sie spüren vor allem eins: Der Rechtsstaat in Deutschland ist in der Frage, wenn es darum geht, wie gehen wir mit kriminellen Migranten in der Bundesrepublik Deutschland um, offensichtlich überhaupt nicht konsequent genug, weil würde man vernünftige Repression spüren, bin ich mir sehr sicher, würde das auch Auswirkungen auf das Verhalten dieser Person haben. Und am Ende ist es auch vielleicht sogar noch mehr als eine innenpolitische, sicherheitspolitische Debatte, eine sozialpolitische Debatte. Wir dürfen uns doch nicht wundern, dass über Jahrzehnte hinweg der schwache Staat politisch ausgerufen worden ist, und zwar ganz einfach in der Hinsicht, dass man die soziale Infrastruktur in allen Bereichen radikal kaputt gespart hat. Ob wir in die Schulen gucken, in die Kitas gucken, in soziale Einrichtungen, in Integrations- und Förderungskurse, alles ist kaputt gespart worden. Und jetzt will man von ganz wenigen Menschen quasi Übermenschliches erwarten. Und wir können wirklich dankbar sein, dass es auch viele Ehrenamtliche gibt. Sonst wäre dieses System schon längst kollabiert. Und eigentlich ist es das schon, aber ich glaube noch viel massiver. Unterm Strich geht das nur noch wieder gerade zu biegen mit der konsequenten Steuerung von Migration und einer wirklichen Abschiebeoffensive von den Menschen, die keine Legitimation haben, in Deutschland zu bleiben. Und dann müssen wir uns auch ehrlich machen und müssen sagen,
Wo sind die Radikalisierungsprozesse? Welche Personen begehen welche Straftaten und wie gehen wir damit um? Ganz deutlich, wirklich deutlich, wer hier eine Person vergewaltigt, wer hier andere Menschen zusammenschlägt, wer sie tötet, wer hier keine Lust und keinen Anspruch auf unsere Verfassung hat, sondern anderes radikale Gedankengut für sich definiert, der Deutschland zu verlassen ohne Wenn und Aber, aus der Abschiebehaft in den Vollzug und nichts anderes. Und das muss jetzt politische Maßgabe sein. Und wenn wir das nicht schaffen, dann glaube ich, kriegen wir eine Entwicklung in diesem Land, die in der Radikalität, die wir jetzt erleben, in der Spaltung der Gesellschaft, leider Gottes erst der traurige Beginn von etwas überhaupt nicht Gutem ist. Ja, also die Gefahr sehe ich auch. Also ich gebe dir da auch völlig recht. Also wer hier das Kalifat ausrufen möchte, also der sollte vielleicht dorthin gehen, wo es das Kalifat schon gibt, nach Afghanistan. Also da kann ja jeder machen, was er möchte auf dieser Welt. Aber da sind wir, glaube ich, als Staat doch eher schwach aufgestellt. Ich meine, du hast ja Kontakt zu vielen Kolleginnen und Kollegen, die in den Bahnhöfen, die an den Grenzen, in den Flughäfen Dienst schieben, dort Dinge erleben. Wie ist denn da die Stimmung und vielleicht, wie sind da auch die Erfahrungen? Also sagen die, okay, was wir zurzeit erleben, das haben wir in den letzten 30 Jahren nicht erlebt. Also wie ist die Stimmung bei den Kolleginnen und Kollegen der Bundespolizei? Die Stimmung ist nicht gut. Sie ist deshalb nicht gut, weil man sich alleine gelassen fühlt. Wir haben auf der einen Seite eine immer dramatisch werdendere Kriminalitätsausuferung, immer mehr Gewaltpotenzial. Wir haben jetzt schon wieder den nächsten traurigen Höhepunkt im Jahresbericht der Bundespolizei, wenn es gegen den Widerstand gegen Vollzugsbeamte geht. Und auf der anderen Seite haben wir eine Politik der völligen Ohnmacht. Auf keiner der dringenden Fragen hat man wirklich eine anders. Man hat eine Antwort, will sie aber nicht umsetzen oder man will sie nicht laut aussprechen. Fakt ist aber, wir werden haushalterisch total ausgespart. Die Bundespolizei als größte Sicherheitsbehörde Deutschlands hat massive finanzielle Probleme, weil der Haushaltsgesetzgeber immer noch nicht die Notwendigkeit einer Investitionsoffensive in diesem Bereich erkannt hat. Und auf der anderen Seite geht man schon ein Stück weit zum politischen Spielball. Vielleicht jetzt mal ganz aktuell. Wir erleben mehr und mehr eine Ausuferung der Gewalt, insbesondere im bahnpolizeilichen Bereich. Das ist schon historisch schon immer so gewesen. Der Bahnhof war schon immer ein Kriminalitätsschwerpunkt. Es war schon immer die zentrale Anlaufstelle von allen gesellschaftlichen Schichten aus vielerlei Gründen. Und es war somit auch immer schon ein Kriminalitätsschwerpunkt. Wir haben jetzt die Debatte erlebt, gerade im Bereich der Messerdelikte, wo sich die Bundesregierung dazu entschieden hat, das sogenannte Distanzelektroimpulsgerät bei der Bundespolizei einzuführen. Volksmund Taser genannt. Großartig, wirklich großartig, ein super zielführendes Führungs- und Einsatzmittel, was wir unbedingt brauchen. Aber jetzt im nächsten Schritt hat sich die Bundesregierung darauf verständigt, das im unmittelbaren Zwanggesetz als Waffe einzustufen. Das bedeutet also, die Hürde, dass die Kolleginnen und Kollegen das im Einsatz auch verwenden dürfen, ist relativ hoch. Das ist völlig an der Realität vorbei, macht ein wirklich großartiges Führungs- und Einsatzmittel in der Hürde unnötig schwer. Und genau das ist das, was die Kolleginnen und Kollegen spüren. Politik hört nicht zu und erkennt die Situation nicht. Meine Kolleginnen und Kollegen müssen es tatsächlich ausbaden, sowohl in der, ich sag mal, in der Bereitschaft, ständig und permanent in den Dienst zu gehen. Die Überstunden zeichnen da ja ein klares Bild. Und wenn jetzt die Politik endlich mal hingehen würde und sagen würde, pass auf, liebe Sicherheitsbehörden, ihr macht nicht nur einen großartigen Dienst und sagen euch das nicht nur, und auch da fehlt es oftmals Mangel an Respekt, sondern wir zeigen es euch mit ganz klaren politischen Umsetzungen, also nicht reden, sondern machen. Das fehlt. Insofern ist die Stimmung nicht die beste, aber, und ich glaube, das ist für die Menschen auch wichtig, ein Polizeibeamter macht das wirklich aus tiefster Überzeugung. Die Leidensfähigkeit ist echt hoch bei den Kolleginnen und Kollegen. Wir dürfen uns wirklich noch auf unsere Polizeien, auch der Länder, verlassen. Die machen echt einen großartigen Dienst, für die Menschen in diesem Land. Ja, also auch große Herausforderungen für die Kolleginnen und Kollegen vor Ort. Vielleicht noch mal ganz kurz was zum Thema Kriminalität mit Messern oder Messerangriffe. Also wie ist denn da die Entwicklung in den letzten Jahren gewesen und warum ist das überhaupt so gefährlich? Also wichtig ist zu wissen, dass ein bundesweites Lagebild durch das Bundeskriminalamt erst seit 2020 erfasst wird. Und auch da wird differenziert. Und zwar in zwei Punkten. Einmal in Raubdelikte, also Eigentumsdelikte, und einmal im Bereich der Delikte gegen die körperliche Unversehrtheit. Also alle Tathandlungen, wo das Messer mitgeführt worden ist, finden da gar keine Rolle. So, die werden nicht berücksichtigt. Und da muss man wissen, dass wir im vergangenen Jahr in diesen beiden Bereichen,
gegen die körperliche Unversehrtheit und gegen Eigentumsdelikte 37 Messerangriffe pro Tag in Deutschland erleben dürfen. 37. Ich glaube, ich erzähle kein Geheimnis, dass wir in der Kriminalitätsstatistik für kommendes Jahr, also in der Auswertung für 2024, nochmal eine Erhöhung des Tatmittelmessers erleben werden. Bei dem Tatmittelmesser ist es halt so, dass das ein haushaltsüblicher Gegenstand ist und somit immer griffbereit ist, sehr leicht mitzuführen ist und eine hohe Effizienz hat, wenn es darum geht, wie viel Schaden kann man mit einem Messer anrichten. Jetzt kommt ein ganz wesentlicher Punkt und das muss man wissen. Ein Messerangriff mit einer Distanz unter 7 Metern kann man nicht abwehren. Es ist unmöglich. Soll also heißen, ein Polizeibeamter, der sich in so eine Situation reingibt, wo eine Person mit einem Messer ist, alles, was unter 7 Meter ist, weiß der Polizeibeamte. Wenn die Person mich jetzt angreift, werde ich auf jeden Fall verletzt. Im schlimmsten Fall sogar getötet. Das ist Gegenstand der Realität. Anders natürlich, wenn die Waffe schon gezogen ist, aber so ist die Situation nicht. Muss man halt einfach wissen, soll also bedeuten, dass das eine lebensbedrohliche Einsatzlage ist, in die sich jeder Polizeibeamte reingibt, und zwar mit Wissen und Wollen, weil es halt seine Aufgabe ist, zeigt aber auch, wie gefährlich so ein Tarnmittelmesser ist. Und deswegen ist auch die ganze Debatte, kommen wir vielleicht gleich nochmal zu, um die Klingenlänge, völlig absurd und schafft das Problem in keinem einzigen Fall weg. Ja, vielleicht gehen wir da mal ein bisschen tiefer rein. Was werden da aus deiner Sicht, also eine effektive Methode, um das zu verhindern? Weil du hast ja gesagt, also Messer findet man in jedem Haushalt, leicht mitzuführen. Also jetzt kann ich auch überall kaufen, bei IKEA oder im Discounter. Also was kann man da überhaupt machen? Grundsätzlich ist, glaube ich, wichtig, auch den Menschen nichts vorzugaukeln und sich ehrlich zu machen. Eine strafbare Handlung kann man nie in Gänze verhindern. Das ist halt einfach so. Aber wir haben unterschiedliche Instrumente, um das Risiko zu minimieren. Das gehört soweit dazu. Erster Punkt und der wichtigste. Nicht das Messer ist das Problem, sondern die Person, die es in der Hand hält. Und wer ist denn hier straftatverdächtig? Und da sehen wir, bei knapp 50% der Straftatverdächtigen handelt es sich um nichtdeutsche Straftatverdächtige. Und im überwiegenden Fall, gerade im Bereich körperliche Unversehrtheit, Leib und Leben, sind es Menschen aus den Asylhauptherkunftsländern. Jetzt kann man ganz überspitzt sagen, aber genauso muss man daran, wenn diese Person nicht in unserem Land wäre, hätten wir schon eine Reduzierung des Tatmittelmessers. Das gehört zu weit dazu. So ehrlich muss man sein. Da muss man mal ganz deutlich sagen, ein generelles Verbot eines Messers muss ja auch kontrollierbar sein. Und das ist es nicht. Das ist es schlicht und ergreifend nicht. Wir haben aber unterschiedliche Instrumente. Wenn wir über die gesetzlichen Voraussetzungen sprechen, müssen wir vielleicht mal nicht damit beginnen, rechtschaffende Bürger, Sportschützen, Jäger oder sonst was mit weiteren gesetzlichen Auferlegungen weiter zu drangsalieren, weil das sind mit Masse eben nicht die Adressaten, die wir haben, sondern das sind einfach rechtschaffende Bürger. Wichtig ist, mal so eine grundsätzliche Verständnisfrage. In Deutschland ist das möglich, mit Vollendung des 18. Lebensjahr in einen Waffenladen zu gehen, um ein Messer zu kaufen, was man nicht mitführen darf. Das wäre eine Straftat. Aber man darf es besitzen. Das ist ja völlig absurd. Warum muss ich einen Gegenstand kaufen oder warum darf ich einen Gegenstand kaufen, den ich gar nicht führen darf? So, soll also heißen, erster Punkt. Wir sollten dazu hingehen, dass man in Deutschland kein Messer mehr kaufen kann, was man auch nicht legal mitführen kann. So. Dadurch, dass das Tatmittelmesser ein gebrauchsüblicher Haushaltsgegenstand ist, werden wir natürlich auch immer mit diesem Problem konfrontiert sein. Ob die Klingenlänge 6 cm ist, ob sie 3 cm ist, spielt überhaupt keine Rolle, weil auch mit 3 cm kann man Leben auslöschen. Jetzt hat man aber unterschiedliche Instrumente. Die Allgemeinverfügung, also das, was im Land als Waffenverbotszone bekannt ist, ist ein wirklich gutes Instrument. Warum? Weil natürlich jegliches Einschreiten der Polizei ein Grundrechtseingriff in die Rechte des Bürgers darstellt und wir natürlich für jede polizeiliche Maßnahme eine Rechtsgrundlage brauchen. Mit dieser sogenannten Allgemeinverfügung können wir nicht nur definieren, was nicht mitgeführt werden darf, also Messer, Glasflaschen, Baseballschläger. Das können die Ordnungsbehörden festlegen, sondern wir sind auch in der Rechtsschwelle sehr niedrig. Soll also heißen, wenn du jetzt zum Beispiel an den Bahnhof Dortmund kommst, kann ich dich, deine mitgeführten Sachen durchsuchen und kontrollieren,
Und zwar nur aufgrund des Anlasses, dass hier die sogenannte Allgemeinverfügung herrscht. Das ist so wahnsinnig zielführend, wenn wir diese Waffenverbotszonen haben. Das ist wahnsinnig, also es ist wirklich irre, was wir da für polizeilichen Erfolg haben. Auf der einen Seite. Auf der anderen Seite braucht es künstliche Intelligenz. Das nennt sich anonymisierte Verhaltenserkennungssoftware. Warum sage ich das? Unser Kollege Ruven würde höchstwahrscheinlich noch leben. Warum? Weil Mannheim, der Täter, sich verhaltensabnormal gezeigt hat. Soll er heißen, am Tatort ist er mehrfach im Kreis gelaufen und. Und diese anonymisierte Verhaltenserkennungssoftware, die übrigens gerade in Mannheim in Erprobung ist, erkennt diese Bewegungsabnormalitäten. Hat noch vielerlei andere Gründe, aber erkennt Bewegungsabnormalitäten. Da braucht kein Bürger mehr die Polizei rufen, weil die Polizei wird über diese Bewegungsabnormalität benachrichtigt. Das kann man übrigens auch mobil einsetzen für Großveranstaltungen. Ein super interessantes, hocheffizientes Instrument, was aus datenschutzrechtlichen Gründen, hier liegt es oftmals an der FDP, in Deutschland noch nicht umgesetzt wird, obwohl wir es hätten schon längst umsetzen können. Und da muss man ganz deutlich auch die sogenannten lebensbedrohlichen Einsatzlagen für die Einsatzkräfte trainieren. Dafür braucht es haushalterische Unterlegungen, die die Bundesregierung und auch viele Landesregierungen noch immer nicht umsetzen wollen. Das Bewusstsein der Leute zu schaffen, dass so ein Tatmittel Messer schlicht nicht abzuwehren ist, aber gleichzeitig auch deutlich zu machen, dass wir nicht einen kollektiven Freiheitsverlust hinnehmen dürfen. Wir dürfen uns nicht von denjenigen, und genau das ist die Absichtserklärung, treiben lassen, öffentliche Plätze und Räume zu meiden. Das passiert ja in Deutschland. Wenn wir gerade im Bereich der Großveranstaltungen sind, wurde ja schon des Öfteren mal gesagt, naja, jetzt haben wir aber gar nicht mehr so viele sexuelle Übergriffe gegen Frauen. Ja, das möge vielleicht daran liegen, weil gar nicht mehr so viele Frauen zu solchen Veranstaltungen kommen. Dementsprechend sind natürlich auch die strafbaren Handlungen minimiert. Also der kollektive Freiheitsverlust, auch wenn das nur eine gefühlt messbare Realität ist und keine faktisch hinterlegte, ist doch allgegenwärtig, wenn man sich mal mit den Menschen unterhält. Tatmittel Messer gibt es auch im Bereich der psychosozial-analytischen Maßnahmen, einige Prozesse, die wir vorantreiben können, auch schon bereits in den Schulen. Aber unterm Strich glaube ich, und das muss man sagen, eine Klingenlänge-Debatte ist nicht zielführend. Wir müssen uns über vernünftige Sachausstattung unterhalten, kluge Beleuchtungskonzepte, künstliche Intelligenz und am Ende des Tages auch darüber, dass wir die massive Anzahl der Straftaten verhindern können, wenn wir dafür Sorge tragen, dass die straftatverdächtig sind, außer Landes verbringen. Und das sind mit 50% Straftatverdächtige Nichtdeutsche und die Masse da aus den Asyl- und Herkunftsländern. Lass uns vielleicht auch noch mal über terroristische Bedrohungslagen reden. Also wie ist da derzeit die Situation? Welche Bedrohungen gibt es und wie spiegelt sich das dann auch bei euch im polizeilichen Alltag wieder? Ja, die terroristische Bedrohungslage ist sehr akut, wenn auch latent, aber sehr akut. Man muss ja nur mal auf die Europameisterschaft zurückblicken. Wir haben uns ja nicht über ein vorstehendes Sportevent unterhalten, sondern die Maßgabe war auch im politischen Kontext, wie schaffen wir es eigentlich, mögliche terroristische Bedrohungslagen frühzeitig zu erkennen und zu verhindern? Das zeigt sich also sehr deutlich, wo die Debatte hingegangen ist. Man hat es nie offenkundig ausgesprochen, ist aber Gegenstand der Realität. Und wir erleben das ja auch, insbesondere im Bereich des Islamismus, wie viel Potenzial dort drin steckt. Und man wäre ja ein Narr, wenn man nicht der Tatsache ins Auge blickt, dass der Islamismus natürlich bedingt wird, und zwar sehr positiv durch die Migrationskrise. Sie wollen natürlich radikale Extremisten und Terroristen über die Migrationskrise nach Deutschland bringen. Und das wird ihnen sehr häufig auch schon gelungen sein. Wir haben auch in dem Bereich Prävention und aktive Bekämpfung islamistischer Strukturen noch längst nicht alles umgesetzt, was es gilt umzusetzen. Und am Ende muss man sagen, ja, wahrscheinlich war die terroristische Bedrohungslage in der Bundesrepublik Deutschland noch nie so hoch, wie es in der aktuellen Zeit ist. Ich meine, heute Morgen war es noch gewesen, wo wir eine Explosion in Köln erlebt haben. Ich will jetzt nicht mutmaßen, das verbietet sich auch. Aber die ersten Erkenntnisse zeigen, dass es hier nicht um einen Unfall gehandelt hat, sondern diese Explosion zugeführt worden ist durch eine Person. Da muss man jetzt alles abwarten. Fakt ist aber, insbesondere bei den letzten bestialischen Morddelikten und bei den Ankündigungen
Es ist immer wieder der Radikale, es ist immer wieder der Islamist, der hier auffällt. Also die terroristische Bedrohungslage ist sehr ernst. Ja, also viele Herausforderungen für die innere Sicherheit in Deutschland. Wenn du jetzt so einen Wunsch an die Politik frei hättest oder so ein paar Maßnahmen, die du dir wünschen könntest, um das zu beheben, um das Problem, welche wären denn das? Mein erster Wunsch wäre, dass, wenn man sich schon die Finger wundschreibt und als Sachverständiger in diversen Ausschüssen sitzt, dass die Politik sich das auch mal zu Herzen nimmt und umzusetzen. Wir müssen massiv in unsere soziale Infrastruktur investieren, also in den öffentlichen Dienst insgesamt. Wir müssen die Migration nicht nur begrenzen, sondern wir müssen sie auf null reduzieren, damit wir überhaupt im europäischen Kontext wieder einen Schengen-Verbund erleben, der seinen Namen auch verdient hat. Wir müssen die Abschiebehaftplätze ausweiten. Wir müssen bundeseigene Abschiebehaftplätze installieren. Wir brauchen Gesetzesverschärfungen im Bereich des Bundespolizeigesetzes, der Strafprozessordnung. Wir müssen dazu übergehen, dass Datenschutzhemmnisse nicht mehr oder Datenschutzrecht nicht mehr über Opferschutz stehen. Wir müssen in der behördlichen Struktur noch enger verzahnt werden, gerade im Bereich des kommunalen Ordnungsdienstes. Und am Ende ist es vielleicht auch ein großer Wunsch für mich, nicht als Polizist und nicht als Polizeigewerkschafter, sondern als Bürger dieses Landes, dass die Politik sich endlich ehrlich macht und aufhört zu glauben, dass sie die Bürger veräppeln können mit irgendwelchen rhetorischen Floskeln, die am Ende des Tages nichts bringen, weil der Mensch spürt es, der Mensch sieht es und der Mensch misst die Politik daran, was am Ende des Tages umgesetzt wird. Und der Souverän hat es verdient, dass die Bundesregierung und auch die Landesregierungen das im Grundgesetz verankerte Schutzversprechen für die eigene Bevölkerung auch umsetzen. Und wenn die Politik auf diese dringenden Fragen keine Antworten hat, ich hätte sie und wir als deutsche Polizeigewerkschaft haben sie, weil sie sich vielleicht außerstande sehen, aus ihren eigenen ideologischen Schatten rauszutreten oder aber Parteiinteressen vor den Interessen der Bundesrepublik Deutschland gestellt wird, dann muss ich mir echt Sorgen machen und vor allem glaube ich, ein Politiker, der nach diesen Maßstäben handelt, der ist falsch in seinem Job. Ja, also das wäre deine Wunschliste. Lass uns vielleicht noch mal kurz in die Zukunft schauen. Also spulen wir mal 10 Jahre vor, 2034. Also schaffen wir das? Haben wir das dann geschafft, diese Herausforderung Migration zu bewältigen? Oder wie ist so deine Prognose? Wird es eher düster? Also ich glaube, wir müssen verstehen, dass Migrationskrise nie enden wird. Und das ist, glaube ich, eine wichtige Voraussetzung. So wie die Bundesregierung und auch viele Landesregierungen sich aktuell aufstellen, und ich blicke 10 Jahre weiter, ist das, glaube ich, eine Bundesrepublik Deutschland, in der ich persönlich nicht mehr gerne leben will. Ich glaube aber, wenn wir uns jetzt mal ehrlich machen und die Politik auf das hört, was kluge Menschen sagen. Und zwar von Mitarbeitern des öffentlichen Dienstes über Psychologen, Pädagogen bis hin zu Vollzugskräfte. Also wir Kompetenzen bündeln und die sich wirklich mal gut beraten lassen, frei von jeglicher Parteitaktik, frei von jeglicher Ideologie, sondern einfach anhand der Fakten und wir das konsequent umsetzen und unser Schutzversprechen auch sehr ernst nehmen. Dann glaube ich, kriegen wir das hin. Fakt ist, es geht ohnehin nur mit einer großen Kraftanstrengung. Das ging es von Anfang an nur. Aber Deutschland kann es sich einfach nicht länger erlauben, rein parteiideologisch zu handeln und immer nur mit Blick auf irgendwelche Brandmauern, irgendwelches Politik-Parteikalkül. Hier geht es einfach, und so simpel ist das, um die Bundesrepublik Deutschland. Wir wollen ein sicheres Land sein, da haben die Menschen das Recht drauf. Wir wollen ein Land sein, wo die Wirtschaft sich gut etablieren kann. Das ist eine andere Debatte, von der ich keine Ahnung habe, deswegen bin ich da vorsichtig. Aber ich glaube, dass Deutschland, es geht uns nicht gut und die Politik braucht jetzt tatsächlich eine Kehrtwende. Und zwar so eine Kehrtwende, dass es im Einklang von Recht und Gesetz ist, dass das Schutzversprechen umgesetzt wird. Und dann werden wir auch wieder ein Land sein, was A, Sicherheit vorlebt, was B, ein europäisches Vorbild sein kann und was C, den Menschen, die nach Deutschland kommen, um tatsächlich mit einem anerkannten Schutzersuchen zu stehen, auch dementsprechend zu behandeln und gleichzeitig dafür Sorge zu tragen, dass die Bundesrepublik Deutschland nicht vollumfänglich überfordert ist und das einzige Ergebnis daraus ist, dass die soziale Infrastruktur in sich zusammenfällt und mehr Unsicherheit als Sicherheit produziert wird.
Und dann, letzter Satz, ich bin Berufsoptimist. Jetzt in 10 Jahren, die Politik wird aufwachen und dann kriegen wir das schon hin. Ja, das ist doch ein tolles Schlusswort. Vielen Dank, lieber Manuel, für diese Einblicke zum Thema innere Sicherheit. Ich frage mal nochmal an die Zuhörerinnen und Zuhörer, ob es noch eine Frage gibt. Also dann können wir die gerne noch behandeln. Ansonsten haben wir, glaube ich, alles soweit besprochen. Also Manuel, nochmal vielen herzlichen Dank. Du bist ja sozusagen schon Stammgast bei der Unionsstiftung. Es ist immer wieder spannend mit dir die Themen innere Sicherheit, Sicherheit, Bundespolizei zu diskutieren. Es gibt viel zu tun. Ich bin auch optimistisch. Also ich glaube, das kriegt man nochmal hin, wenn man da eine Kraftanstrengung gemeinsam als Gesellschaft meistert. Und wir alle arbeiten daran, dass dieses Land weiterhin so schön bleibt, wie es ist oder wie es einmal war. Dann vielen Dank und einen schönen Tag. Bis dann. Tschüss.